Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Das letzte Mal haben wir das Amulett ausgetauscht mit einem neuen und das modifiziert. Da haben wir plus 533 Stärke bekommen. Und ich habe ja mehrere Items gefunden. Die sehen wir übrigens hier noch. Zuerst einmal hier die drei Sachen. Und ah nein, das nicht. Ja, das nicht. Das ist ja ab Stufe 50. Die zwei Sachen habe ich davor gefunden. Den auch. Und im Rift habe ich eigentlich sonst nicht viel gefunden. Ein Legendär blieb aus. Ein neues. Aber wir haben ja den Ding hergestellt. Wo ist der? Ah, wir haben den. Die Hände da, also die Handschuhe, haben wir aus der Schmiede gecraftet. Genau. Also in der Schmiede haben wir es gecraftet. So, wir machen einen neuen Rift. Auch wieder auf normal, weil eben es geht tausendmal schneller. Die Chance, einen Legendär zu finden, ist hier viel besser. Also jetzt hoffen wir, dass ein Legendär spawnt. Also droppt. Weil wir könnten das schon natürlich schon gut gebrauchen. Weil wir müssen stärker werden. Für Torment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis wir dann vielleicht nur noch den. Ja, und es droppt schon ein neuer Ring. Ich hoffe, diesmal ist es ein Nagelring. Nein, ist es nicht. Oder? Nein. Ah, das ist dieser Ring. Erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner. Wäre nicht schlecht, aber er ist sehr schwach. Könnte sie den haben? Na, soll ich den aus? Ne, den lasse ich. Weil sie sowieso wenig Schaden macht und Elite-Gegner wahrscheinlich nicht. Für mich auch wirkt. Der Schaden gegen Elite-Ding. Dann lasse ich. Okay, jetzt haben wir wieder diese Dimensionsverbindung. Genau. Ich würde noch kurz schauen. Ich könnte den zerlegen, damit ich wieder ein paar Sachen craften könnte, weil ich werde den sowieso nie benutzen und eventuell habe ich ihn ja schon mal von irgendwo bekannt, kommt mir ich glaube ich bekannt vor. Vielleicht habe ich es auch nur bei In Diablo, wo ich manchmal vorbeischaue, im Screenshot Trade gefunden. Aber kommt mir bekannt vor und eigentlich will ich ja wegen Dingmangel, Inventarmangel nicht unbedingt gerne die Sachen aufheben. Ich glaube, der ist bekannt unter der Ring der Einheit. Er heißt hier halt nur Einheit und ist wahrscheinlich sehr bekannt, aber für uns, ja, er ist zu schwach. Und da ich keine Stärke, was in der Charakter eigentlich mehr aufbauen muss und später dann bessere finde, zerlege ich ihn. Tut mir leid. Naja. Für mich sind halt die Legendäres nicht so weltbewegend. Hier bei Diablo 3, bei Diablo 2, da ist es wirklich toll, wenn man so ein richtig geiles Unique findet. Aber naja, dieser Stellenwert ist hier bei Diablo 3 leider nicht mehr so. Boom, hat's gemacht.
Oh, grüß Gott. Ich begrüßte Sie mit einem Blitz. Mit einer Blitzquelle. Genau. Also hier geht es wahrscheinlich weiter. Dann gehen wir hier runter. Ja, oder geht es hier weiter? Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich wieder so ein verzweigtes Gebiet. Gott, doch. Nicht einschlafen, Drang. Gib mir Action, ich muss wieder fit werden. Was? Ein Günstelmonum? Was ist denn das? Ein Günstlingsmum. Ah! Hab ich's falsch gelesen. Ah, geh weg, Reittier. So. Natürlich, natürlich, alles klar. Natürlich, natürlich, alles besser. Und schon die nächsten. Nicht schlecht, Herr Specht. Gebt mir die Legendaries, die ihr habt. Alle. Aber alle. Droppt alles. Nein, wo blieb denn da Spielspaß dann? Wo bleibt die Motivation, wenn wir schon alles haben? Ach, Ladezeiten, ihr nervt. Ladenzeiten, Abklingszeiten. Oh, hier ist ein alter Greis. Hier oben sind auch noch weitere Greise. Zerstören, vernichten. Zerstören, vernichten. Okay, recht viele hier von den Elite-Gegnern. Und den Champions. Ach, das kleine Vieh, das macht nur Mist. Dort unten haben wir noch einen Weg. Also geht es eigentlich rechts weiter. Hier oben ist aber auch ein großer Weg. Ah, tut das gut. Dimensionsverbindung, das ist der beste Schreiner. Der macht so extrem Damage auf. Kurze Distanz. Ah, das tut so gut. Und wenn noch der Schnelligkeitsschrein dabei ist. Okay, dann gehen wir unten nicht durch. Dann decken wir das dort nicht auf. Weil sonst ist es einfach zu nervig mit den Laufzeiten. Ah, nicht wieder dieses Rückstoßzeugs. Also dann ist hier fertig. Ja. Leute, ich habe nicht den Champion angemacht. Ja, hier runter ist ja gar nichts. Da unten ist nichts. Gehen wir wieder nach oben. Diesmal ohne Champion. Mal schauen, was die nächste Ebene so für uns bereithält. Ich hoffe auch wieder so viele Elite. Und dann kommt ja gleich Ding. Okay, das ist wieder so ein
Ding da. Folterkeller. Mehr Leben. Oh. Es hält mich nicht auf. Ha. Vernichtet. Hier geht's auch weiter. Oh. Grüß Gott. Habt ihr euch verlaufen? Ich kann euch zurückbringen. Ins Jenseits. Eine Truhe. Ah, hier rechts. Ein Schatzpygmäe. Ein Totenfass. Mit einem Toten drin. Weg damit. Was ist das? Ah, Zauber sind kostenlos. So. Aber schneller, es hört bald auf. Ach, jetzt kommen keine Gegner. Wisst ihr, genau wenn ich jetzt den Schreineffekt noch habe, kommen keine Gegner. Damit ich den Schreineffekt verliere, sobald der Ding kommt. Also er ist weg. Schade. Ah, diese Qualle der Bürger ist es. Oh Gott. Hallo, Akrat Champion. Ich dachte schon, das macht viel Schaden, aber es tut mir nur ein bisschen Giftschaden hinzufügen, weil es normal ist. So, jetzt gehen wir hier rein. Also scheinbar droppt wieder kein Legendary. Ah, ich brauch mehr MF-Chance. Bitte drop mir mal ein Item mit MF drauf. Sollte doch nicht so selten sein. Und Peng hat es gemacht. Oh, grüß Gott, hier ist noch ein Elite-Gegner. Und hat mich geworbt. Gib mir den Bogen nach, wenn ich ihn nicht brauche. So. Ich denke, der Rift ist auch bald zu Ende. Vieh kommt wahrscheinlich nicht mehr. So ein 12-Ebenen-Rift habe ich noch nie gefunden. Ich habe gehört, 12 sei möglich. 15 ist wahrscheinlich das Maximum. Aber es sind dann kleine Ebenen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ah, es geht weiter gut. Noch eine Ebene, sage ich. Also nur noch diese, die jetzt kommt. Ah, wir sind erst bei 4. Oh. Vielleicht geht es noch weiter. Man weiß es nicht. Lasst mich in Ruhe. Ha! Lol. Okay, das waren viele Explosionen. 4. Meine Tasche ist voll. Also wieder nur ein Legendary. Ach Gottchen. Lass mich in Ruhe, ich will nur kurz einkaufen. Also verkaufen. Aber geht relativ gut.
Nicht hier. Hier. Nö, ist nicht gut. So. Ah ja, den wollte ich zerlegen. Nein, ich habe kein Interesse, weil du nur Bullshit hast, der für einen richtigen Helden nicht mehr von Wert ist. Ach, mit der Nichts. Okay, gut. Dann hier zerlegen. Und wieder eine neue vergessene Seele. Dankeschön. So, ja, das Amulett können wir verkaufen, also zerlegen. Zerlegen ist ja jetzt besser, weil ich vielleicht wieder transmogrifizieren muss. Dann bräuchte ich diese wieder. So, weiter, nicht hier. Ich will nichts verändern. Ins Portal, bitte. Okay, gehen wir außen herum. Einen kleinen Umweg machen. Hier ist ein Banner. Und der hat nichts gedroppt. Oh. Getarnte Feinde. Gib mir die Kiste. Natürlich, wieder ein Goblin. Geht! Du stinkst, Leiche. Ha! Ich rede mit der Leiche. Also weiter geht's. Denkbar einfach. Yeah, ganz viele Goblins auf einmal. Ja, eine große Herausforderung. Im umgekehrten Sinn. So. Ah, bisschen aufladen mit arkane Energie. Ah, tut das gut. Jetzt werden wir schon masochistisch. Wie geht dieser Ton? Dieses Geschrei. Okay, es ist fertig. Schade. Dann schauen wir nochmals kurz, ob wir noch einen guten Kopfgeldauftrag finden. Können wir mal Akt 5 nehmen. Hier haben wir Getzlord. Ursail. Tötet Zoros. Die Dämonentruhe. Tötet Morgum die Bestie. Dann könnten wir eigentlich den Zoos noch kurz machen. Vielleicht wird hier der Part ein bisschen länger, aber ich denke nicht. Also der Rift hat ja nicht so lange gedauert. Aber mal schauen, wo dieser Zoros ist. Und bitte ohne Lex. Hier habe ich ein bisschen weniger FPS. Da hat Fraps wieder ein paar Problemchen. Ah, ich habe ja Anti-Aliasing wieder ganz hoch gestellt. Wahrscheinlich ist es deswegen. Autsch. Das wollte ich nicht. Hallo, ist hier was los? Ja, dann gehe ich nach unten. Aber bitte irgendwas machen. Keine Attentäter, also Möchelmöte.
Nein, keine Meuchelmörder. Weiter geht's. Grüß Gott. Können wir gleich nochmal Tuell besiegen, wenn das so weit weg ist. Dann sind wir gleich beim Hotel. Wir haben erst 21 Gegner getötet. Wir müssen mehr töten. So, 37. Oh, das sieht schön aus. Dieser Gang hier. Respekt, Blizzard. Ihr kennt ja die sein. Jetzt habe ich schon die Hälfte. Okay. Oder erst die Hälfte, eher gesagt. Weil die Gegner sehr selten sind hier. Eher stark. Aber auch nicht für mich. Ich verliere fast kein Leben. Weil ich auf normal spiele. Oh, da kommen noch mehr. Oh, du gehst nach Sanctuaria, ja. Hast du nichts gelernt, hä? Musstest du wirklich das uns antun? Uns Menschen näher, dem Helden, dem macht's doch noch nichts aus. So. Ah, so gut, hat er fertig geredet, endlich. Ich gehe jetzt einfach mal hier nach Süden, also nach unten. Vielleicht ist er ja hier irgendwo. Ja, er ist hier unten. Sehr schön. Miau, miau. Meine Katze, die kann jammern, meine Katze, die schreit herum. Das alte Haus von Rocky Ducky hat schon vieles erlebt. Ja, der ist ja easy. Der hat nicht mal lange überlebt. Ja, normal ist wirklich kein Problem. Oh Gott. Oh, grüß Gott, bist du verschwunden? Ja, dann geh doch weg. Ich hab dich zu spät gesehen. Okay, neues Paragon-Level. Prima. 57. Ja, da sind wir falsch. Ich muss irgendwo anders hin. Naja, ich denke, jetzt ist bald 20 vor 12. Machen wir ein anderes Mal den Malte nochmals. Vielleicht genau im nächsten Part oder so.
Weil das ist ein bisschen zu verzweigt hier. Halt die Schnauze, ich möchte beenden. Also, danke schön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basa. Tschüss.